mit einem dicht gedrängten Zeitplan hier in Japan. Also angekommen, trainiert, gespielt, übernachtet, gespielt jetzt hier. Dann ist der morgige Tag so halb frei mit Tokio-Stadtbesichtigung, bevor es dann Richtung Shenzhen geht. Ja, das ist Yuta Watanabe mit der 12. Und ein schöner Ballgewinn von Schröder mit Fastbreak. So kann das gehen. Auf Eis. Eine klasse Vorbereitung spielt. Sehr viel von den Pässen von Schröder profitiert bisher. Die beiden wunderbar im Zusammenspiel. Wieder Watanabe, der Blick runter zu Hashimura. Also man sieht schon Fasekas, Hashimura, Watanabe. Das sind die drei, die hier. 21 Jahre jung, Nummer 9 im Draft, Washington Wizards. Also er wird, wenn sich nichts verändert, mit Mo Wagner und Isaac Bonga zusammen im Kader sein in der kommenden NBA-Saison. 10.30 Uhr, natürlich das auch, live bei Magenta Sport gegen die Türken. Eine ganz tolle Partie, wie ich finde, weil die Türkei eine fantastische Mannschaft nach China schicken wird. Oh, was für ein Riesenanspiel war das denn? Kleber Theiss. Und gut aufgepasst auf Schröder, in dem Fall Ballgewinn. Und da haben sie so ein bisschen gesehen, hat drei und da eben im Grunde alles. Passen, werfen, ziehen, dribbeln, Ballbewegung, Basketball-IQ. Er hat keinen guten Dreier. Das ist so ein bisschen das Einzige, wo er noch ein bisschen in arbeiten muss. Zipser. Ja. Der Dreier von Schröder, den braucht's nicht immer. Eigentlich, klar, der Einstieg war nicht ganz gelungen, weil Akpina da am Block hängen geblieben ist, aber vielleicht kann man aus der zweiten Welle noch ein bisschen mehr machen. Ja, wie er sagt, in den USA vertreten. Unfassbar netter Kerl, der sehr, sehr bescheiden auftritt. Da ist er wieder und wir sehen, welche Qualitäten er hat. Der ist schönes Zusammenspiel. Bartel Theiss. Das ist die Gruppe. So, Wechsel. Das ist Siva Ando. Backup Point Guard. Das für die Deutschen jetzt Bonga für Schröder. Und der Fadeaway von, will gerade mal zeigen, was er drauf hat, aber Benzin hat das super gelöst. Ja, und das löst Giffey gut. Oh, das ist super gelöst, aber Bartel wird weggeblockt im ersten Versuch, aber nicht in, gegen Tunesien. Und ein sehr schöner Offensiv. Schneller Antritt von Baba, hat aber nichts gebracht und dafür die Fastbreak-Situation. Einer seiner absoluten Sweet-Spots, der Dreier. Natürlich eine Umstellung für die NBA-Jungs. Schönes Spiel da, unter den Kopf. Ist ganz stark, obwohl es ja oft größer wird als seine 2,5 Meter, 5,4 Meter, die er hat, weil die Schultern sehr hoch platziert sind bei ihm. Da macht er noch mal ein paar Zentimeter gut. Plus der Athletik, die er hat. Okay, die drei großen Namen des japanischen Basketballs aktuell. Das können wir jetzt mit der letzten Angriff in der ersten Hälfte, die viel Positives aus deutscher Sicht zu berichten hat. Das ist eine Mannschaft, die schwierig zu spielen ist, diese Japaner.
versucht er seine nicht mehr so gute Schnelligkeit zu kompensieren. Alley-oop am Spiel. Da muss Zaragoza auch ein spannender Verein. Guter Defense von Kleber. Oh, schade. Ah, da geht man dann besser aus. Da gibt es das Switchen in der deutschen Verteidigung. Amerikanisches Englisch als so manche Amerikaner. Er ist ein großer Fan von Rapmusik geworden dadurch. Ja. Matanabe. Und Hashimura gegen Zipser. Wahnsinn, der Typ ist bessere Wurfpositionen sich herauszuspielen und da verliert Hashimura tatsächlich den Ball gegen Schröder im Aufposten und das müssten leichte Punkte sein und das ist zipfste Punkte sein und das ist Zipf sein Abschluss. Ja. Wirbelige Mannschaft, immer wieder wichtig, Fehler von Schröder, Fastbreak. Versuchen alles, um ihre Mannschaft noch im Spiel zu halten. Offensiv Rebound tatsächlich von einem Auftaktspiel für die Deutschen am 1. September um 14.30 Uhr deutscher Zeit gegen Frankreich. Wie es schwerer kaum sein könnte, die Franzosen spielen echt eine gute Vorbereitung. Unabhängig, dass die Deutschen da momentan zum Beispiel bei den Wettquoten massiv hinten liegen, was wirklich komplett übertrieben ist, ist das ein wichtiges Spiel, aber es sollte auch im Fall eine Niederlage ablenken von den Zielen, die man hat in China und das ist in jedem Fall die Endrunde, Viertelfinale in Peking zu erreichen. So, dann schauen wir uns mal das letzte Viertel an. Ja, die Japaner machen das top motiviert bei ihrem, wenn man so will, Abschiedsspiel vor heimischer Kulisse, bevor es für sie dann auch Richtung WM-Land geht. Meine Generalprobe hier in Saitama für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Man einfach zu wenig Gegner hat, um richtig grantig mal defensive spielen zu müssen. Oh, ein tolles Anspiel von Vogtmann auf Akpina. Schwierige Würfe jetzt am Ende. Und Akpina auf der anderen Seite. Und diese Dinger müssen noch rein, diese offenen. Da ist die Quote mit unter 30% zu dünn. Drei Sekunden noch. Akpina, schwieriger Wurf. Aber Akpina hat hin und her ein unglaublich schnelles Spiel. Bonga nochmal zurück auf Vogtmann. Das ist fast ein bisschen zu viel gedoubled. Ein Rui Hashimura, also jemand mit einem Migrationshintergrund in der japanischen Sportkultur, eine so wichtige Rolle einnimmt. In einem Land, wo 98,5% ist. Eigentlich gut und dann eine schöne Abschluss in der Verteidigung. Die Deutschen können schon oft kleinere Spieler vor sich halten, aber das ist eben ein japanischer Vorteil. In dem Fall die Schnelligkeit, Fastbreak. Giffey. Jetzt haben sie wirklich Zeit, aber dann ist doch Vogtmann da. Oh, was für ein super Anspiel von Vogtmann, aber Schröder wird abgeräumt. Und da ist Platz und da ist aber der Ball wieder weg. Und wiederum wird man an der Linie. Und das ist natürlich das, was gerade angesprochen wurde. Aus dem Wurf heraus den Ball super schnell nach vorne. Die Deutschen in der Rückwärtsbewegung nicht aufmerksam. Dann müssen sie natürlich viel näher am Gegenspieler sein. Und das war okay, das war eher so Medium. 3 Minus, würde ich sagen. Stepback aus dem Zweierbereich von Akpina. Nicht unbedingt ein freier Wurf. Nicht unbedingt das geeignete Mittel für die Quanstein. Und dann der Floater.
Das wird kein unsportliches Kriegen, ist komplettes Rätsel. So, da schenken Sie Schröder nochmal die Punkte, weil Zeit.